Chondren variieren sehr stark in ihren Isotopenzusammensetzungen. Diese Variation hängt jetzt natürlich nicht nur davon ab, welches Isotop man betrachtet, sondern auch davon, welcher Prozess diese Variation verursacht hat. In diesem Diagramm hier sind mal alle Isotopendaten zusammengetragen, die wir bislang von Chondren haben. Auf der X-Achse ist die Delta-Notation aufgetragen, wobei die für die verschiedenen Isotope hier etwas anders zu lesen ist. Es gibt hier so drei Sektoren und in diesem oberen Sektor haben wir dann auch tatsächlich die Delta-Notation, das heißt die Zahlen sind so, wie sie auf der X-Achse stehen. In diesem mittleren Sektor steht dann 10 mal Delta, das heißt, wir müssen hier unten lesen 10, 20, 30 statt 1, 2, 3. Und ganz hier unten haben wir dann 100 Delta, das heißt, wir müssen lesen 100, 200, 300 beziehungsweise minus 100, minus 200 und so weiter. Und so kriegen wir jetzt alles schön auf einen Plot drauf. Wenn wir jetzt mal hier unten anfangen, dann gibt es hier Stickstoff 15. Das ist ein leichtes und hochvolatiles Element und es hat die größte Variation zwischen so heißt 160 und plus 160. Also insgesamt so eine Gesamtvariation von weit über 300 Promille. Das ist schon eine sehr gigantische Variation hier. Jetzt ist es auch so eine durchgezogene Linie. Das heißt, der Prozess, der dafür eine Rolle spielt, ist massenabhängig. Also was wie kinetische Fraktionierung hat dafür gesorgt, dass eben diese gewaltigen Unterschiede in diesen Isotopenzusammensetzungen gibt. Dann gehen wir in den nächsten Sektor. Dann haben wir jetzt Lithium, Bohr und Sauerstoff, also diese Sektoren, haben wirklich nur was mit der Variation zu tun, sonst gar nichts. Lithium, Bohr und Sauerstoff sind leichte Elemente und hochvolatile Elemente. Jetzt ist noch Kalium dabei, das ist gerade nicht leicht mit 41, aber es ist auch ein hochvolatiles Element. Und diese hier haben jetzt alle Variationen im 10er Promille-Bereich, bis aber auch etwas über die 100 hinaus. Das heißt, leichte und volatile Elemente sind die, die mit die größte Variation zeigen in ihrer Isotopenzusammensetzung. Jetzt ist Sauerstoff hier auch noch so gestrichelt. Und gestrichelt heißt massenunabhängig. Das ist jetzt bei Sauerstoff ein bisschen so eine Sache, weil Sauerstoff ist eigentlich kann beides fraktionieren. Massenabhängig und massenunabhängig. Hier ist mal die Variation mehr für das Massenunabhängige dargestellt. Massenunabhängig bedeutet, dass irgendwas dazugemischt wird. Man ein Reservoir mit einer Zusammensetzung, ein zweites Reservoir mit einer zweiten Zusammensetzung, dann werden die zusammengemischt und dann hat man irgendeine Zusammensetzung dazwischen. Das ist, wie man oftmals massenunabhängige Fraktionierung bekommt, also keine echte Fraktionierung, oftmals in dem Sinne. Wobei es auch Prozesse gibt, wo es tatsächlich massenunabhängig fraktioniert. In dem Fall für Sauerstoff hier ist es aber eine Mischung. Dann gehen wir mal diesen oberen Sektor. Und der ist hier zweigeteilt, einmal in diesen unteren, alles durchgezogene Linien, also alles Prozesse, die massenabhängig ablaufen. Und dann dieser obere Bereich, und dieser obere Bereich sind alles Prozesse, die massenunabhängig ablaufen. Fangen wir mit dem unteren Bereich an. Da sieht man auch wieder, dass zum Beispiel etwas wie Cadmium, ein hochvolatiles Element, eine sehr starke Variation hat. Das sind jetzt nur noch ein paar Promille, verglichen zu gerade 10er Promille und bis zu 100 Promille und so weiter. Aber es sind immer noch ein paar Promille, was immer noch relativ hoch ist. Und das sind eben auch Prozesse, die durch kinetische Fraktionierung oder sowas zustande kommen können. Also leichte Elemente, hochvolatile Elemente haben auch diese sehr starken Fraktionierungen. Also Elemente wie Calcium, was jetzt vielleicht ein bisschen weniger volatil ist, oder Eisen, das ist so noch ein bisschen volatil, die haben geringere Variationen. Ja, man kann überall was beobachten, man sieht sie Magnesium, Silizium, Strontium, Zink und so weiter. Insgesamt sind das jetzt aber alles noch so Isotopensysteme, die vergleichsweise leicht sind. Also vielleicht so bis 50, 60, außer Cadmium natürlich. Dann im oberen Bereich hat man jetzt die massenunabhängigen Fraktionierungen. Massenunabhängig meint hier auch wieder eine Mischung. In dem Fall aber in der Regel von präsolaren Körnern, die eine sehr andere Isotopenzusammensetzung haben. Da reichen dann auch kleine Körnchen, winzige Anteile, die in der Chondre zugemischt werden, wodurch die dann in ihrer Isotopenzusammensetzung sich verändern. Und da sind die Variationen kleiner als bei denen der massenabhängigen Fraktionierung. Und oftmals sind es auch ein bisschen schwere Elemente, das sind nur so grob, also was wie Barium, Wolfram, Molybdän und so weiter, ist in der Regel alles ein bisschen schwerer als hier unten. Bei den massenabhängigen könnte man noch vielleicht meinen, dass die alle insgesamt ein bisschen leichter sind. Also hier könnte man auch schon anfangen, so ein paar Muster zu identifizieren. Im Ersten geht es an dieser Stelle aber wirklich nur darum, mal die verschiedenen Isotopenzusammensetzungen der Chondren vorzustellen.
man kann jetzt wirklich jedes einzelne Isotop nehmen, um daraus weitergehende Interpretationen zu machen. Und das würde deutlich zu weit führen, hier in jedes Isotopensystem reinzugehen. Deshalb nur mal zunächst dieser Überblick über die Variation in den Kontrenzusammensetzungen und gewisse Muster oder Unterschiede zwischen den Ganzen.